Hallo und herzlich willkommen zum Impulsvortrag von unserem Wissensgarten heute zum Thema Krieg und Frieden. Das ist wie immer ein Meinungsbeitrag. Warum das so ist, habe ich in dem Video wahr oder falsch schon ausführlich erläutert und das ist hier verlinkt für alle, die das interessiert. Ich habe hier zwei Bilder reingenommen, zum einen von der Tolstoi-Ausgabe zu Krieg und Frieden und zum anderen Foto von der Demonstration am 25.02. in Berlin vorm Brandenburger Tor, dem Aufstand für den Frieden, mit dem Zitat aus 1984 von George Orwell, Krieg ist Frieden, und der Frage darunter, sind wir jetzt schon so weit? Auch dieses Mal steht wieder die Präsentation vollständig zum Download zur Verfügung. Der Link ist unter dem Video zu finden, wo ihr die downloaden könnt. Und deswegen werde ich auch nicht auf die ganzen Zitate und Quellen eingehen und den vielen Text, den ich in die Präsentation genommen habe, weil den kann man ja selber lesen und da die Quellen sich anschauen. Ich werde immer auf den Hauptkontext der jeweiligen Folie eingehen und die Details könnt ihr dann selber nachlesen dafür. Als erstes wollte ich starten mit der Überlegung, dass das, was wir eigentlich wollen, nämlich zum Beispiel diese Erreichung dieser 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, dass das nur gemeinsam global geht. Das heißt, nur wenn wir auf der ganzen Welt an einem Strang ziehen, haben wir die Möglichkeit, diese 17 Nachhaltigkeitsziele auch wirklich zu erreichen. Ich habe sie jetzt mal mit ihren Logos hier alle aufgelistet und da sieht man auch, dass das halt viele verschiedene Aspekte für ein faires Leben auf diesem Planeten beinhaltet und auch nicht nur alleine die Themen Klimaschutz und nachhaltiger Konsum und Produktion. Diese Ziele können wir natürlich nun nicht erreichen, wenn es wieder die nächsten 30 bis 40 Jahre zu einem kalten Krieg kommt. Denn was bedeutet ein kalter Krieg? Wir können zum Beispiel die Klimaziele komplett vergessen. Die 1,5 Grad Klimaerwärmung sind sowieso wahrscheinlich nicht mehr erreichbar. Aber auch ob das nun 2 oder 4 Grad sind, werden wir nicht erreichen, wenn wir wieder 30 bis 40 Jahre kalten Krieg vor uns haben. Das heißt, dass Fridays for Future dann weitgehend sinnlos wird, weil wenn das nur in Deutschland umgesetzt wird, bringt es für unseren Planeten nichts. Die letzte Generation könnte in so einem Fall tatsächlich mit ihrem Namen Glück haben. Es würde allerdings auch bedeuten, dass wir die gesamten Erfahrungen, die wir nach den ersten beiden Weltkriegen und dem ersten Kalten Krieg gemacht haben, komplett umsonst waren. Es würde ja nicht bloß die Klimaziele betreffen, sondern etliche weitere Themen aus den Nachhaltigkeitszielen könnten wir bei weitem nicht erreichen, wenn wir auf dieser Welt gegeneinander und nicht miteinander arbeiten. Wenn jetzt aus diesen Erfahrungen aus dem ersten Kalten Krieg nichts gelernt worden ist, dann könnte man jetzt vielleicht sagen, Europa, die USA und die westlichen Herrenmenschen hätten deshalb vielleicht die Auslöschung verdient, aber eben die restliche Welt nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel an den globalen Süden denken, an Afrika, an Südamerika, Mittelamerika, Asien, dann sind diese Länder ja weitgehend unschuldig an den Fehlern, die wir hier im Westen begehen. Ich möchte jetzt mal das Thema Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien herausgreifen, um zu zeigen, warum die globale Zusammenarbeit so wichtig ist. Wenn wir uns überlegen, was eine ideale Gegend für Windkraft und Solar ist, dann würde man darauf kommen, die sollte windig sein, sonnig sein, karg, kaum von Vegetation bewachsen, sie sollte wenig besiedelt sein und natürlich möglichst eine Fläche sein, wo keine ertragreiche Landwirtschaft möglich ist. Also wirklich nachhaltig wäre es zum Beispiel, wenn wir in Mitteleuropa unsere fruchtbaren Böden dafür verwenden, Lebensmittel zu produzieren und erneuerbare Energien dafür aus menschenarmen Wüsten und Steppengebieten der Erde beziehen. Also zum Beispiel aus großen Gebieten des globalen Südens. Und dazu ist es aber notwendig, dass wir eine Welt ohne Kalten Krieg haben, ohne Embargos, ohne Sanktionen und ohne, dass wir uns gegenseitig die Versorgungsleitung, wie zum Beispiel Nord Stream, in die Luft sprengen. Das Bild ist hier ganz unten ganz deutlich zu sehen. Ich finde es tatsächlich ein Klimaverbrechen und ein Nachhaltigkeitsverbrechen, auf fruchtbarstem Ackerland Solarflächen anzulegen, um Solarstrom zu erzeugen, wie das in Deutschland doch auf etlichen Flächen erfolgt. Und gleichzeitig vielleicht in Entwicklungsgebieten, in Gegenden, wo kaum eine Landwirtschaft möglich ist wegen der Trockenheit, jetzt Bewässerungsprojekte zu machen, um doch noch irgendwie ein bisschen Lebensmittel daraus zu bekommen. Das ist doch viel Sinn
sinnvoller, in diesen trockenen Gebieten jetzt die nachhaltige Energie zu produzieren, entweder als Strom oder als grünen Wasserstoff oder in einer anderen Form, und diese Energie dann nach Europa zu importieren, während auf unseren fruchtbaren Böden möglichst viele Lebensmittel produziert werden, die wiederum im Austausch für die Energie in die trockenen Gebiete im globalen Süden wechseln können. Und das verstehe ich unter Nachhaltigkeit, und nicht fruchtbarste Äcker mit Solarflächen zu überziehen oder auch in dicht besiedelten Gebieten Windkraftanlagen zu erstellen. Was bedeutet es aber, wenn unsere Welt in einen kalten Krieg versetzt wird, also wenn der Krieg in der Ukraine mal zu Ende ist und wir zu einem kalten Krieg kämen, was bedeutet das? Also für jeden mit Ostblock-Erfahrung ist klar, wir steuern dann auf einen wirtschaftlichen Wettkampf der Blöcke hin. Es wird also einen Wettkampf geben, in welchem Block können sich die Bürgerinnen mehr leisten. Da wird Klima- und Umweltschutz dann in diesem Wettbewerb zweitrangig, wenn es dort zu große Verwerfungen gibt. Das heißt, jedes Kind im Sozialismus wusste schon in Klasse 1, dass es wichtig ist, die Natur zu schützen, die Tiere zu schützen, die Pflanzen zu schützen und nachhaltig mit Ressourcen umzugehen. Das heißt, es wurden ja ganz viele Flaschen, Altpapier, alles Mögliche gesammelt und versucht wieder zu recyceln. Aber aufgrund der Schwäche der Industrie auf wirtschaftlichem Gebiet wurden dann Umwelt und Klima im realen Leben an die zweite Stufe gesetzt, um zu zeigen, dass man wirtschaftlich mit dem Westen mithalten kann. Das hat natürlich zu extremen Umwelt- und Klimazerstörungen geführt. Und genau sowas wird da auf uns wieder zukommen, wenn wir den wirtschaftlichen Wettbewerb im Kalten Krieg wiederbeleben. Was dann auch ganz extrem wieder aufkommt, ist diese Propaganda der Blöcke gegeneinander. Dieses gegenseitige Schaffen von Misstrauen und Angst. Wir erleben das ja heute schon, dass wir an Russland oder China kein gutes Haar lassen und jetzt gerade im Ukraine-Krieg tatsächlich einen Riesenhass gegen alles, was irgendwie russisch ist, erzeugt haben. Und das Ganze würde dann über Jahrzehnte beidseitig erfolgen, also diese Verteufelung und Entmenschlichung der jeweiligen Gegnerin und des Gegners. Und auf dieser Basis ist natürlich kaum eine vertrauensvolle Zusammenarbeit dann möglich. Außerdem wird es zu einer extrem globalen Aufrüstung führen. Es würde enorme Kosten entstehen. Wahrscheinlich wird es auch zu einer Ausweitung von Kernwaffen auf viele zusätzliche Staaten kommen, da es sich ja immer mehr zeigt, dass das Einzige, was ein Land schützen kann, der wirkliche eigene Besitz von Nuklearwaffen ist. Und das würde wahrscheinlich ausgelöst werden durch einen neuen Kalten Krieg. Und all diese enormen Kosten und Mittel, die da entstehen für die Militarisierung und Aufrüstung der Welt, die fehlen uns natürlich bei der Umsetzung dieser 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist, je kürzer Frühwarnzeiten sind, dass eine Rakete vom jeweiligen Gegner wichtige Städte und Hauptstädte des anderen Blocks erreicht, desto größer wird auch das Risiko von einem Atomkrieg aus Zufall. Das heißt, es gab früher schon im Kalten Krieg mal einige bekannt gewordene Fehlfunktionen, zum Beispiel einfach durch Sonnenreflexion in der Nähe von Startrampen von Raketen, die zu einer Fehlreaktion für einen Gegenschlag geführt hatten. Und je kürzer diese Frühwarnzeiten sind, desto weniger Zeit existiert, um so einen gefährlichen Gegenschlag dann noch zu stoppen. Wenn so eine Rakete plus 5 Minuten braucht, von der russischen Grenze, wo sich die NATO stationiert, bis nach Moskau, dann gibt es keine Chance mehr, diese Gegenschlagsraketen zu halten. Die müssen innerhalb dieser 5 Minuten starten, müssen in der Luft sein, und selbst wenn man dann noch bemerkt, dass es sich um eine Fehlreaktion handelt, kann man diese Raketen ja nicht einfach im Meer versenken oder vernichten, weil man dann ganz bloß dasteht und dann angegriffen werden kann und sich nicht mehr verteidigen kann. Und dieses Risiko des Atomkriegs aus Zufall wird immer höher und immer intensiver, je mehr die beiden gegnerischen Blöcke technologisch auseinanderliegen. Weil der technologisch Schwächere, der muss natürlich schneller, konsequenter und viel massiver reagieren, als es notwendig wäre, wenn ich ungefähr gleichwertig bin. Wenn es also Schutzschilde gibt gegen die Raketen, wenn es Tarnkappentechnologien gibt, um die angreifenden Objekte nicht zu erkennen, dann muss ich eben auf kleinste Erkenntnisse reagieren, und das kann dann so eine PKW-Spiegelreflexion in der Nähe von der Startrampe sein, und dann würde dieser Gegenschlag ausgelöst, der sich nicht mehr stoppen lässt. Und das war der Grund, warum sich auch die USA komplett verwehrt haben dagegen, dass sowjetische Raketen auf Kuba stationiert werden und auf Kuba sowjetisches Militär stationiert war.
Damals hat man verstanden, dass das zu sehr Heranrücken an die Grenze des jeweiligen Gegners zu unkalkulierbaren Risiken und Konflikten führen würde und hatte sich damals geeinigt. Und derselben Situation stehen wir derzeit ganz massiv gegenüber. Was ebenfalls zum Kalten Krieg dann dazugehört, ist die massive Unterwanderung und Destabilisierung von Staaten des jeweils gegnerischen Blocks. Da ist sowas wie dieser Putsch in der Ukraine 2014 oder die Beeinflussung der Wahlen in den USA bei der letzten Präsidentschaftswahl schon die geringeren Probleme. Na und schon gar nicht möchte ich mir das negative Potenzial vorstellen, wenn Digitalisierung, Gentechnik, Biotechnologie und Biochemie als Mittel in diesem neuen Kalten Krieg als Konfrontationspotenzial genutzt werden. Und da stellt sich die Frage, wollen wir das wirklich? Also eine Welt ohne Vertrauen, mit Embargos, Sanktionen, dem Risiko von einem Atomkrieg aus Zufall und so weiter. Aus Nachhaltigkeitssicht würde das dann noch dazu führen, dass jeder alles selbst macht, also siehe dieses Solarackerland in Deutschland, statt die Aufgaben also sinnvoll entsprechend der sozialen und geografischen Gegebenheiten global und fair zu verteilen, also mit dem Stichwort globaler Wohlstand. Auch das könnten wir dann weitgehend vergessen. Oder wollen wir doch lieber einen fairen Frieden haben und die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN gemeinsam lösen? Und wollen wir nicht tatsächlich jetzt endlich dieses gemeinsame Haus Europa bauen, also diese Vision von Michail Gorbatschow, die Grundlage dafür war, dass es überhaupt zur deutschen Wiedervereinigung gekommen ist und dass sich das Militärbündnis vom Ostblock, der Warschauer Pakt, aufgelöst hat als einseitiges Entgegenkommen, vor allen Dingen der russischen und der östlichen Seite? Wollen wir nicht tatsächlich mehr die Arbeit und den Wohlstand fair über den Globus verteilen und auch die UN wieder stärken, sodass sie ihrer Aufgabe gerecht werden kann? Denn es gab ja nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus gute Gründe, warum man zum Beispiel in der UN-Charta mit festgelegt hat, dass man die Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder zukünftig unterlässt. Und wollen wir nicht lieber eine Welt haben, in der es keine Sanktionen, Boykotte, Embargos oder anderes gegen andere Länder gibt, sondern eine Welt, in der wir überzeugen durch unser erstrebenswertes Vorbild? Ist das nicht das Ziel? Zu sagen, weil wir so ein erstrebenswertes Vorbild sind, wollen andere Länder das gerne nachmachen und nicht, dass wir mit Sanktionen, Boykotten, Embargos gegen andere Länder versuchen, unser System in diesen Ländern durchzudrücken. Dazu gehört auch die Einmischung in die inneren Angelegenheiten dieser Länder, was ich als eines der Grundübel sehe, warum wir wieder immer wieder in diese militärischen Konflikte hereinschlittern. Also mein Ziel wäre, dass wir eine gemeinsame Welt erreichen und diesen fairen Frieden schaffen. Und der erste Schritt wäre eben dieses gemeinsame Europa jetzt endlich nach 1989 in den Ideen und dem Vermächtnis von Michail Gorbatschow umzusetzen. Ich habe deshalb nochmal dieses Motto der Flower Power Bewegung zurückgeholt, die damals aus den Protesten gegen den Vietnamkrieg entstanden ist, Make Love Not War. Und in dem Zusammenhang war auch mal der Vorschlag entstanden zu den 24 guten Taten bis Weihnachten aus dem Weihnachtskalender von Lebenswertes Chemnitz. Man sollte sich mal über die unterschiedliche Lebensweise von Bonobos und Schimpansen informieren, weil ich denke, dass das auch viel Nachdenkenswertes für den Umgang der Menschen untereinander mit sich bringt. Also ich habe ja auch hier nochmal die Beiträge dazu verlinkt. Wer Interesse hat, kann sich das gerne mal ansehen. Ich denke, das ist relativ lehrreich, wenn man jetzt betrachtet, wie leben wir jetzt auf als Menschen auf unserem Planeten und wie sind die beiden Lebensentwürfe von Bonobos und Schimpansen unserer nächsten Verwandten. In diesem Zusammenhang möchte ich auch nochmal auf das Manifest für Frieden und den Aufstand für den Frieden von der Sarah Wagenknecht und der Alice Schwarzer eingehen am 25.02. Ich fand es unglaublich, welche Hexenjagd gegen diese Friedensdemonstration veranstaltet wurde, sowohl von den politischen Parteien als auch von den gesamten öffentlich-rechtlichen Medien, als auch von vielen der Leitmedien. Ich habe jetzt etliche Beiträge hier verlinkt, habe bloß die Überschriften hier mit reingenommen, dass man einen Eindruck kriegt von rechts bis pervertierter Pazifismus oder Verbot, mitleidlos, perfide. Also es war unglaublich, was man dort gefunden hat für Menschen, die eigentlich Frieden schaffen wollen, denen das Leben von anderen Menschen am Herzen liegt, die nicht sagen, Krieg ist Frieden, wie in George Orwell in 1984. Ich finde es unglaublich, dass
jemand, der sich für Frieden einsetzt, von welchen, die immer mehr Kriegswaffen und immer schlimmere Kriegswaffen in den Krieg liefern, so beschimpfen zu lassen und dass es in Deutschland so flächendeckend erfolgt. Wären das Einzelbeispiele gewesen, hätte ich noch damit leben können. Da das aber auf kompletter Front abgebügelt wird und Friedensdemos als das Sinnbild des Bösen dargestellt wird, das ist für mich was eine unglaubliche Entwicklung, die in Deutschland stattgefunden hat. Und es war ja nur nicht genug, dass man die Hexenjagd veranstaltet hat gegen die Organisatoren des Manifests für den Frieden, also Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, sondern man hat ja auch eine Hexenjagd gegen die Erstunterzeichner gestartet. Ein Beispiel hier habe ich mal von der ARD herausgegriffen, mit welchen Desinformationen versucht wurde seitens der ARD, die Erstunterzeichner dazu zu bringen, sich von ihrer Unterschrift unter diesem Manifest zu distanzieren. Das kann man sich in Ruhe durchlesen. Die entsprechenden Quellen und Beschreibungen, ich möchte nicht weiter darauf eingehen, aber man kann sich selber die Meinung bilden, was man von dieser Hexenjagd gegen die Erstunterzeichner hält und das seitens des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Aber auch damit war es noch nicht genug. Ich habe jetzt hier auf der weiteren Seite die Diffamierung der Teilnehmer, also die Hetzenjagd gegen die Teilnehmer jetzt mal mit reingenommen. Hier ist es ganz konkret in der Taz, die eigentlich linksorientiert ist, die hier in einer unglaublichen Weise die Ostdeutschen zu Untermenschen herabwürdigt. Der Grund ist allein der, dass natürlich mehr als 50% der Teilnehmer der Demonstration für den Frieden Ostdeutsche waren, auch die, die dieses Thema Frieden schaffen ohne Waffen befürworten, sind hauptsächlich Ostdeutsche und hauptsächlich aus der Gruppe über 50. Also Ostdeutsche, die persönliche Erfahrung noch im wirklichen Kalten Krieg, im Kalten Krieg 1.0 gesammelt haben. Und diese wurden durch diese Medien unheimlich diffamiert. Das heißt, die Taz ist jetzt nur ein Beispiel, was für viele ähnliche Beiträge in unseren Medien stand und die tatsächlich nur ein Thema kennen, die Ostdeutschen zu Untermenschen herabzuwürdigen. Ich finde das so daneben und niederträchtig, dass ich das kaum ausführen kann. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, mit welchem Unfug dort argumentiert wird. Und eigentlich müsste sich der gesamte öffentliche Rundfunk und die Leitmedien dafür schämen, was sie hier abgezogen haben. Denn was die eigentliche Wahrheit ist, das hat Annalena Baerbock klar und deutlich ausgesprochen. Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander. Und das trifft das, was die Tatsache ist. Der Ukraine-Krieg war von Anfang an ein Stellvertreterkrieg der USA und der NATO und der EU gegen Russland auf dem Territorium der Ukraine. Und das hat Annalena Baerbock ja auch ganz klar vor dem Europaparlament ausgesprochen. We are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Ich finde es jetzt noch beachtenswert, wenn man sich ihren Gesichtsausdruck und die Kopfbewegung am Ende des Satzes nochmal ganz in Ruhe anschaut. Ich denke, das sagt sehr viel dazu aus, auch zu dieser Ausrede im Nachhinein. Das war alles nicht so gemeint, das war ein Versehen. Bildet euch einfach nochmal eine eigene Meinung und schaut euch das nochmal ganz in Ruhe an, vor allen Dingen das Ende des Satzes. We are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Und das ist auch das Thema, warum ich schon in dem ersten Video Stopp den Ukraine-Krieg sofort das Thema mit den neuen Herrenmenschen, den westlichen Herrenmenschen thematisiert habe. Das möchte ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Also die genaue Begründung findet man auch hier wieder unter diesem Link. Das führt direkt an die entsprechende Stelle von dem Video. Ich wollte aber hier nochmal auf dieses Zitat eingehen, wenn der Wunsch nach Frieden so absurd wirkt, dass die Menschen darüber lachen, dann ist Krieg. Das hat die Elsa Köstner am 20.02.22 bei Anne Will gesagt und begleitet mit einem hämischen Lachen von Norbert Röttgen und der Konstanze Stelzenmüller. Und das war 4 Tage vor Kriegsbeginn. Und ich denke, das trifft es ganz gut. Wenn der Wunsch nach Frieden so absurd wirkt, dass die Menschen darüber lachen, dann ist Krieg. Ich denke, dieses Zitat passt ganz gut, um auf die gesamten Witze und Scherze der Grünen hinsichtlich des Kampfpanzers und der Tötungsmaschine Leopard 2 zu verdeutlichen und wie daneben das ist, wenn man sich überlegt, dass diese Maschine nur geschaffen ist, möglichst viele Menschen umzubringen. Und damit beschäftigen sich ein paar dieser Zitate, die ich hier verlinkt habe, kann jeder in Ruhe nachschauen.
So, und diese Leopardenwitze wurden sogar bis in die offiziellen Twitter-Kanäle des Annalena Baerbock-Ministeriums, also unseres Außenministeriums, gebracht. Und hier im Zusammenhang mit Afrika, wo sich dann die Sprecherin der Afrikanischen Union ganz entschieden dagegen verwehrt hat, dass man zu Lasten Afrikas mit neokolonialen Witzen versucht, billige Punkte in der Außenpolitik zu machen. Das kann man hier in Ruhe durchlesen. Das ist auch hier entsprechend verlinkt, sodass man sich dann Eindruck machen kann. Das Fazit ist, bisher ca. 250.000 Tote sind Grund zu Scherzen bei unserer Außenministerin, bei den Grünen und auch den westlichen Herrenmenschen. Und das sagt eigentlich schon viel über unsere jetzige Einstellung der offiziellen Politik in Deutschland zum Krieg aus. Wie es für die westlichen Herrenmenschen und die grüne Politik weitergehen soll, das kann man jetzt schon absehen. Der Vizeregierungschef der Ukraine hat jetzt schon Phosphor- und Streubomben gefordert, die sie mit einsetzen wollen. Dabei muss man ja wissen, dass die Phosphorbomben noch deutlich schlimmer sind als die Napalmbomben. Und so ein über 50-jähriger Ostdeutscher, der erinnert sich, da war doch was. Das war doch Vietnam, USA, Brandbomben, Napalm. Dieses Bild steht sinnbildlich dafür. Und unsere Politiker, insbesondere die Grünen, unsere Leitmedien und die westlichen Herrenmenschen diskutieren jedoch tatsächlich, wie angemessen so eine Forderung nach solchen Massenvernichtungswaffen ist. Die einzige Erklärung, die man dazu finden kann, ist, sie wollen offensichtlich russische und ukrainische Kinder endlich wieder brennen sehen, wie das damals in Vietnam passiert ist. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass Baerbock und Co. diese Filme, die jetzt im Folgenden genannt werden, lieben, weil sie sie einfach überhaupt nicht verstanden haben. Die Filme sind also Apokalypse Now, Geboren am 4. Juli, Platoon, Zwischen Himmel und Hölle oder Ukraine on Fire. Und wer die nicht kennt, der kann die sich gerne mal anschauen und sich ein Bild machen, was unsere rot-grüne Politik und unsere Medien gerne im Ukraine-Krieg wünschen. Vor Napalm und Phosphor kommen natürlich jetzt als erstes wahrscheinlich noch die Bomber und die Kampfflugzeuge, aber dann wird es nicht mehr lange dauern, bis wir auch solche menschenverachtenden Waffen an die Ukraine liefern. Jetzt bin ich nochmal auf diese Themen eingegangen, die Wahrheit stirbt zuerst. Ich habe das schon mal in Wahr oder Falsch im Impulsvortrag thematisiert. Hier habe ich mal das Beispiel genommen, wie alle öffentlich-rechtlichen Medien und die Leitmedien gleich nach der Sprengung der Nord Stream Pipelines gesagt haben, wahrscheinlich haben die Russen Nord Stream zerstört gegenüber alle Medien, über alle Kanäle. Und natürlich hat unsere Regierung sofort volle Aufklärung zugesagt. Dann hat der Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh tatsächlich im Detail nachgewiesen, wie die USA und Norwegen Nord Stream gesprengt haben. Die Kritik daran war, dass er sich nur auf eine belastbare Quelle dabei bezogen hat und nicht mehrere Quellen zur Verfügung hatte und nicht alle Darlegungen tatsächlich zweifelsfall beweisen konnte. Gleichzeitig hat parallel die USA natürlich alles sofort dementiert und auf eine Nachfrage an das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck, ob denn schon Erkenntnisse vorliegen, wer der Urheber der Explosion sein könnte, kam die Antwort, die Bundesregierung ist nach sorgfältiger Abwägung zu der Auffassung gelangt, dass die Beantwortung der Fragen aus Gründen des Staatswohls nicht erfolgen kann. Für jemanden mit ostdeutscher Sozialisierung und den Erfahrungen, wie Dinge zwischen den Zeilen zu lesen, heißt das ja, USA und Norwegen haben Nord Stream gesprengt. Wenn nämlich ein Pulitzer-Preisträger das darstellt, die USA sofort dementieren und die Bundesregierung mauert, dann muss das sehr nahe an der Wahrheit liegen. Kurze Zeit später kommen die Nachrichten ohne jede belegbare wirkliche Quelle, dass die Nord Stream-Sprengung durch Pro-Ukraine erfolgt sein soll. Und da ist das Witzige daran, dass zuerst das ZDF darüber berichtet, und zwar laut US-Geheimdienstinformationen hat eine pro-ukrainische Gruppierung das durchgeführt, und kurz darauf einigt sich unsere gesamte Presse und die ARD darauf, dass diese Erkenntnis nach einer gemeinsamen Recherche von ARD-Hauptstadtbüro, RBB, SWR und der Zeit durch deutsche Ermittler rekonstruiert werden sollte. Mit ostdeutscher Sozialisierung weiß man, die wollen einem die Tasche vollhauen. Das ist schwarzer Kanal in Reinstform. Das ist billigste und primitivste Desinformation. Man könnte auch in heutiger Zeit sagen, das ist halt das Niveau westlicher Herrenmenschen. Und die stellen sich natürlich nun nur eine Frage, wieso glauben die bescheuerten ostdeutschen Untermenschen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr? Für uns ist das eine rhetorische Frage. Für Wessis, die meinen das richtig ernst.
Das zweite Thema, was ich mir für Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst herausgenommen habe, ist dieses Thema Kriegsverbrechen begehen nur die Russen, was natürlich erstmalig in einem Krieg seit Menschengedenken gewesen wäre und schon deswegen Unfug ist. Aber hier habe ich Beispiele verlinkt, die eben zeigen, dass es genau nicht so ist. Ganz spannend finde ich dabei diesen offiziellen Bericht der OSZE von 2016 über das Vorgehen der ukrainischen Kräfte im prorussischen Gebiet. Eine absolute Mehrheit der Gefangenen wird Scheinerschießung unterzogen und erlebt Mord- und Vergewaltigungsandrohung gegen ihre Familien. Die gefangenen Frauen werden häufig vergewaltigt. Eine ältere Zeugin berichtet, dass ihr die Vergewaltigung durch mehrere Soldaten angedroht wurde und dann würden sie meine Tochter und meine Enkelin von 1 und 6 Jahren herbeibringen und auch sie vergewaltigen. So viel dazu, dass Kriegsverbrechen nur durch die Russen begangen werden. Es ist seit 2016 bekannt, dass die ukrainischen Kräfte im prorussischen Gebiet genau diese Dinge anwenden und angewendet haben. Und für mich ist das ja nicht die Frage, dass das so ist, das ist in Kriegssituationen klar, sondern dass das versucht wird, durch unsere öffentlich-rechtlichen Medien, durch unsere Politiker und unsere Leitmedien zu vertuschen und das Narrativ nur aufzustellen, Kriegsverbrechen begehen nur die Russen. Mich stört diese glatte Lüge und nicht zu sagen, jeder Krieg führt zu Kriegsverbrechen und zwar von beiden Seiten und diese werden umso schlimmer, je länger der Krieg dauert. Und deswegen ist es notwendig, dass dieser Krieg besser heute als morgen beendet wird und dass wir sofort aufhören, weitere Waffen in diesen Krieg zu liefern. Das dritte Thema zum Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst, habe ich mir die Aussage von Annalena Baerbock genommen. Am Krieg in der Ukraine ist ganz allein Russland schuld. Das ist eine glatte Lüge. Richtig ist, Russland hat am 24.02.2022 einen völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine begonnen. Wenn wir jetzt eine diplomatische Aufteilung der Schuldfrage wählen würden, dann kämen wir wahrscheinlich zu der Aussage, zu einem Drittel ist Russland dran schuld, zu einem Drittel die EU, NATO und USA und zu einem Drittel die ukrainische Regierung. Wenn wir aber eine wahrheitsnahe Aufteilung der Schuldfrage wählen würden, dann kämen wir zu dem Ergebnis, zu 2/3 ist die EU, NATO und USA schuld, zu 1/6 Russland und zu 1/6 die ukrainische Regierung. Das wäre tatsächlich relativ realitätsnah. Die ausführliche Begründung dafür kann man im Stopp den Ukraine-Krieg sofort finden. Das ist ja auch entsprechend verlinkt, was am 28.02. letzten Jahres aufgenommen worden ist, also genau 4 Tage nach Kriegsbeginn. Um jetzt tatsächlich einen nachhaltigen Weg zum Frieden zu finden, ist es natürlich wichtig, die Ursachen des Krieges wirklich ehrlich zu analysieren und zu benennen. Ungefähr 95% des Gesagten aus diesem Video, stoppt den Ukraine-Krieg sofort, gilt bis heute noch genauso. Deswegen macht es keinen Sinn, das jetzt nochmal zu wiederholen, sondern ich habe hier nochmal die Links vom Index reingenommen, dass man die entsprechenden Themenbereiche direkt einem dem Video anspringen kann, sich anhören kann. Hier habe ich mich auf die ergänzenden Argumente und vor allen Dingen auch noch einen nachhaltigeren Friedensvortrag begrenzt. Wer auch die Hintergründe des Ukraine-Kriegs tiefer verstehen müsste, den kann man auch den Beitrag von dem Jeffrey Sachs empfehlen, Wieder die Lügen, der 9. Jahrestag des Ukraine-Krieges. Er gibt aus amerikanischer Sicht einen relativ guten Einblick in die Hintergründe und in die Ursachen des Krieges, den wir jetzt in der Ukraine erleben. Die Ursachen dieses Russland-Konflikts, was am Schluss jetzt zu dem Krieg geführt hatte, die sind ab 1989-90 zu finden. Also Russland und Gorbatschow wurde damals zugesagt, dass sich die NATO nicht nach Osten erweitert, nicht einmal auf das Territorium der Ex-DDR und niemals auf das Territorium der Ex-Staaten des Warschauer Pakts. Das war das östliche Militärbündnis als Gegenpol zur NATO und vor allen Dingen niemals auf Gebiete der ehemaligen Sowjetunion. Und nur unter dieser Zusage ist es überhaupt zur deutschen Wiedervereinigung gekommen und dann wurde da zugestimmt. Und nur unter dieser Prämisse wurde der Warschauer Pakt aufgelöst, mit der Erwartung, dass sich nach diesem einseitigen Schritt auch die NATO auflöst, weil sie ja dann überflüssig ist und dass man dann eine gemeinsame europäische Friedensordnung schafft, dieses gemeinsame Haus Europa. Das war die Vision von Gorbatschow und deswegen hat er diesen einseitigen Schritt unternommen. Das heißt, die Sowjetunion, das heutige Russland, hat einseitig die Waffen niedergelegt, um eben dieses gemeinsame Haus Europa zu ermöglichen.
Und das wurde durch den Westen, die USA und die NATO und die EU rücksichtslos ausgenutzt und Russland betrogen seit 1990. Boris Jelzin eben als westliche Marionette und Alkoholiker hat es dem Westen ermöglicht, die Zerschlagung der Sowjetunion voranzubringen und die Destabilisierung von Russland. Das hat zu diesem kompletten wirtschaftlichen Zusammenbruch damals geführt, zu der russischen Mafia, zu den Oligarchen, wie wir es heute kennen, und zu einer explodierenden Armut und eben zu dieser Zerschlagung der Sowjetunion in die einzelnen Republiken wieder. Danach bestand eben diese westliche Hoffnung, dass die zerfallenen Reste Russlands und dessen Rohstoffe einfach aufgeteilt werden könnten und man dazu diese Schwäche von Russland ausnutzen könnte. Als Wladimir Putin an die Macht kam, versuchte er intensiv zwischen 1999 und 2004 diese Vision des gemeinsamen Hauses Europas, diese europäische gemeinsame Friedensordnung wiederzubeleben. Das war aber komplett vergebens, weil der Westen Russland für zu schwach hielt, um es eben ernst nehmen zu müssen. Und dann kam diese unsägliche NATO-Osterweiterung 2004 mit Estland, Lettland und Litauen. Und das war dann wirklich die letzte rote Linie, woraufhin Russland und Putin einsehen mussten, die Vision einer europäischen gemeinsamen Friedensordnung ist gescheitert, weil die USA, die NATO und die EU das nicht wollten. Und die einzige Lösung für Russland damals war, wieder selbst stark zu werden, um weitere rote Linien zu verteidigen. Das heißt aber für mich auch, dass jede Schuldzuweisung, die erst nach 1989 beginnt, deshalb eine böswillige Desinformation und Propaganda ist. Die Verantwortung zum Russland-Konflikt liegt im Verhalten des Westens zwischen 1989 und 2004. Dass das so ist, dazu habe ich hier einige Zitate zusammengeführt, die man jetzt nachlesen kann oder auch direkt auf dieser Quelle auf der Wikipedia sich heraussuchen kann, um zu sehen, es wurde tatsächlich zugesagt, es gibt keine NATO-Osterweiterung über die deutsche Grenze hinaus, noch nicht einmal nach Ostdeutschland. Und wie sehr das gebrochen wurde, das sieht man heute, wenn man sich vorstellt, dass Länder wie Litauen und Lettland jetzt NATO-Mitglieder sind. Das ist eigentlich unglaublich, wenn man auf die Geschichte guckt. Und nach Angaben des früheren NATO-Generalsekretärs George Robertson soll Wladimir Putin schon kurz nach seinem Amtsantritt Interesse an einem Beitritt Russlands zum Verteidigungsbündnis bekundet haben und ist dabei genauso zurückgestoßen worden wie jetzt 2021 von Annalena Baerbock, wo es um die Verhinderung des Ukraine-Kriegs ging. Manche behaupten ja immer noch, die USA und die NATO wären ein Verteidigungsbündnis. Das habe ich schon in dem Video Stopp den Ukraine-Krieg, deswegen ist es hier verlinkt, kann man unter den Links von nachlesen, dargestellt, dass es ein absoluter Witz ist. Die USA und die NATO sind ein aggressives Kriegsbündnis, was selber schon einige völkerrechtswidrige Kriege begonnen hat. Und demzufolge ist die Bedrohungslage durch die NATO für Russland sehr real und wirklich. Wir brauchen nur an diese Kriege denken, zum Beispiel in Jugoslawien, Irak, Libyen, Syrien, Afghanistan, Vietnam und Kuba. Und Kuba meine ich jetzt die Invasion der Schweinebucht und nicht die damalige Kuba-Krise. Ich habe hier ein paar Bilder aus diesen Kriegen und Verlinkungen mit hineingenommen. Auch dieses Bild, wie positiv sich Afghanistan dann nach 1960 entwickelt hat, bis 2016, also noch nicht mal das aktuelle Bild von 2021. Und ich habe hier auch noch mal eine Kolumne aus dem Spiegel reingenommen von dem ehemaligen Bundesgerichtshof Richter Thomas Fischer unter dem Titel Ersetze Putin durch Bush und Ukraine durch Irak, in dem ganz klar gezeigt wird, dass die Situation der Kriege, die USA und NATO führen, mit dem, den Russland in der Ukraine führt, durchaus vergleichbar sind. Bereits seit April 2022, also äußere ich in Gesprächen immer meine Meinung, dass die eigentliche Strategie der USA, der NATO und Deutschland mit diesen Waffenlieferungen an die Ukraine ist, Russland so weit zu bringen, dass sie in der Ukraine zum lokalen Atomraketeneinsatz greifen. Dass sie also wollen, dass Russland so weit in die Enge getrieben wird, dass es tatsächlich diese taktischen Atomraketen einsetzt. Da stellt sich natürlich die Frage, welche Vorteile das für die USA, die NATO und die EU hätte. Also Russland wäre dann für Jahrzehnte der Böse. Russland hätte den Präzedenzfall geschaffen für den Einsatz taktischer Atomwaffen. Und das wäre auch günstig für zukünftige Konflikte der USA und der NATO.
Außerdem wären dadurch die heutigen Russland-Unterstützer quasi gezwungen, sich gegen Russland zu stellen, wenn Russland in dem Krieg Atomwaffen einsetzt. Und das sind durchaus legitime Ziele dafür, die Waffenlieferungen so weit zu eskalieren, bis Russland so in die Enge getrieben ist, dass es diese lokalen Atomraketen einsetzt. Und das, denke ich, ist die eigentliche Strategie unserer Waffenlieferungen an die Ukraine. Denn was klar ist, ist, dass Russland niemals eine Rückeroberung der Krim und des Donbasses erlauben wird, zu dem das ja jetzt russisches Territorium ist, sondern dass es vorher natürlich diesen Atomschlag durchführen wird. Das Risiko des Ganzen ist natürlich, dass dieser Atomkrieg sich nicht auf die Ukraine begrenzen lässt, sondern in der Vernichtung der Welt münden könnte. Und demzufolge müssen alle die Länder reagieren, die davon natürlich unschuldig betroffen werden. Demzufolge müssen jetzt Russland, China und weitere USA und NATO-kritische Länder versuchen, dass möglichst ohne Atomschlag in der Ukraine eine Lösung entsteht. Und das erklärt auch die intensiven Friedensinitiativen durch China, Brasilien und Co. und eben gerade nicht durch die EU, Deutschland und NATO-Mitgliedsländer. Das kann auch dazu führen, dass künftige Waffen- und Munitionslieferungen durch China und aus anderen Ländern erfolgen, um genau diesen Einsatz der Atomwaffen zu verhindern. Die Folgen von dieser ganzen kriegstreibenden Strategie sind natürlich, dass sich dieser Stellvertreterkrieg in der Ukraine extrem ausweitet und damit auch das Leid der Ukrainerinnen vergrößert und verlängert wird um ein Vielfaches. Und das letztendliche Ergebnis von dem allen ist entweder ein Frieden, wie auch damals schon Ende Februar 2022 möglich gewesen wäre, siehe Stopp den Ukraine-Krieg sofort, oder ein Atomkrieg, entweder lokal begrenzt oder global. Und deswegen setze ich mich dafür ein, Stopp den Krieg sofort und liefert keine Waffen mehr in die Ukraine. Die viel wichtigere Frage ist, ist die NATO-Osterweiterung 2004 jetzt wirklich ein Point of No Return, wo der Ausweg am Schluss nur noch dieser globale Kalte Krieg wieder sein kann? Weil was ganz deutlich geworden ist, ist, dass seit 2004 Russland kein weiteres NATO-Land aus den ehemaligen Sowjetstaaten an seiner Grenze mehr akzeptiert. Daraus sind halt die Konflikte in Georgien und Ukraine-Konflikte entstanden. Und wenn wir uns jetzt vor Augen halten, dass in der Kuba-Krise 1962 die USA unmissverständlich klargemacht haben, dass sie auch einen Atomkrieg führen würden, wenn russische Raketen auf Kuba, also in der Nähe ihrer Staatsgrenze, stationiert sind, dann kommt dieser Vergleich zu den NATO-Staaten an der russischen Grenze dem doch schon extremst nah. In der Kuba-Krise haben damals Kennedy, Khrushchev und Castro, also Fidel Castro, dieses Thema gelöst, indem sie gesagt haben, es gibt keine Raketen und kein russisches Militär auf Kuba, weil sie eben damals noch in der Lage waren, sich in die Lage des anderen zu versetzen, was heute ganz viele Menschen in Deutschland scheinbar nicht mehr können. Ich bin der Meinung, Russland hat heute exakt das gleiche Recht wie die USA 1962 und das bedeutet, keine US- oder NATO-Raketen oder Militär zu nah an seiner Staatsgrenze. Nur das wäre fair und gerecht und diese Position von Russland ist gerechtfertigt und sollte eingehalten werden. Was anderes wäre unfair und zweierlei Maß. Und das gilt natürlich auch bezüglich Estland, Lettland, Litauen, Finnland und weiteren Kandidaten sehr dicht an der russischen Staatsgrenze. Und selbstverständlich gilt das Gleiche auch für China und eventuell dort von der anderen Seite heranrückende Militärbündnisse des Westens. Und wer tatsächlich Frieden auf diesem Planeten haben möchte, der sollte das respektieren. Die USA hat das 62 verlangt und jeder hat das verstanden und eingehalten und es wurde eine Lösung gefunden. Und heute tut man so, als ob das kein berechtigtes Interesse Russlands mehr sein könnte. Das ist ein blanker Witz. Ein zweiter Aspekt, der mir in der ganzen öffentlichen Desinformationskampagne die letzten Jahre besonders aufgestoßen ist, ist die Vernachlässigung des Melnik-Ultimatums. Also ich meine hier den Neonazi Andriy Melnik, der bis vor kurzem noch Außenminister der Ukraine in Deutschland war. Er hatte nämlich im April 2021 gefordert, entweder die Ukraine wird NATO-Mitglied oder sie schafft sich wieder eigene Atomwaffen an.
Das widerspricht in beiden Punkten den Vereinbarungen zur Unabhängigkeit der Ukraine, sowohl zu dem Thema NATO-Osterweiterung als auch zur Atomwaffenfreiheit der Ukraine nach dem Budapester Memorandum. Wenn wir uns dann noch vor Augen führen, dass alle russischen Vorschläge zur Verhinderung des Ukraine-Kriegs durch die Ukraine, USA, NATO, EU und Deutschland abgelehnt wurden, wenn man die Bilder noch vor Augen hat, wie die Annalena Baerbock förmlich die Vorschläge Russlands Lavrov vor die Füße geworfen und darauf rumgetrampelt ist, in vorderster und aggressivster Form, das sind die Aktionen Ende 2021, dann versteht man, dass der Ukraine-Krieg dadurch alternativlos geworden ist und dass die USA, die NATO und Annalena Baerbock genau das so gewollt haben. Und deswegen ist dieser Krieg ohne Wenn und Aber ein Stellvertreterkrieg der USA und NATO gegen Russland auf dem Territorium der Ukraine. Und mir tun nur die ukrainischen Menschen leid, die jetzt dieses ganze Leid und Elend daraus abbekommen. Und wenn wir tatsächlich in dieser Welt einen nachhaltigen Frieden wollen, dann müssen wir die Ursachen bekämpfen und nicht nur die Symptome. Und die Ursachen dafür sind die gebrochenen Zusagen von 1989, dass genau nicht dieses gemeinsame Haus Europa entstanden ist, wie es damals vorgesehen war und wie es die Hoffnung von Russland war, als es einseitig die Waffen gestreckt hat. Ursachen dafür sind die Zerschlagung der Sowjetunion mit dieser Marionette Jelzin damals. Ursache dafür sind die NATO-Osterweiterung bis an die russische Grenze heran. Ursache ist natürlich auch dieses westliche neue Herrenmenschentum, was sich über alle anderen Länder und Menschen mit anderer Meinung stellt. Und die große Frage ist, die sich heute stellt, lässt sich ein westlicher Gorbatschow finden, also eine Person, die jetzt von westlicher Seite diesen ersten Schritt macht, wie es Gorbatschow damals 1989 von östlicher Seite getan hat. Das wäre meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit zu erreichen, dass es doch einen Point of Return gibt. Und das ist der Gedanke dieser nachhaltigen Friedensinitiative. Es gelten natürlich weiterhin die Lösungsvorschläge damals von Ende Februar 2022 aus Stopp den Ukraine-Krieg sofort. Deswegen habe ich diese drei Bereiche hier nochmal verlinkt. Insbesondere betrifft das die Punkte 3 bis 8 aus dem Lösungsvorschlag an die deutsche Regierung. Und das ist auch für einen nachhaltigen Frieden entscheidend. Was natürlich ein Riesenproblem dabei ist, ist die NATO-Mitgliedschaft von Estland, Litauen und Lettland. Und vielleicht wäre es sinnvoll, dort zu sagen, okay, es gibt diesen Beistandsfall für diese drei Länder und auch für Finnland. Aber es werden keinerlei NATO-Truppen und NATO-Raketen in diesen Ländern stationiert, bis es diese europäische Sicherheits- und Wirtschaftsordnung gemeinsam mit Russland gibt und diese umgesetzt ist. Das wäre genau die Lösung, die man damals für Kuba gefunden hat. Und das wäre auch das, dass man jetzt über 30 Jahre später endlich an diesem gemeinsamen Haus Europas baut, der Vision von Gorbatschow. Und das zum Beispiel über die OSZE. Und dann wäre natürlich der nächste Schritt, dass man gucken muss, dass man die UNO in Zukunft wieder gestärkt bekommt mit dem Ziel einer weltweiten Sicherheits- und Friedensordnung und dann unter Führung der UN. Und jetzt wäre meine große Forderung, beheben wir unsere Fehler des Zeitraums von 1989 bis 2003. Reichen wir uns die Hände, statt dass wir das Risiko von einem Atomkrieg weiter forcieren und vorantreiben. Ich denke, es ist immer noch Zeit für eine Zäsur und wir sollten versuchen, diese Möglichkeit noch zu ergreifen. Ein paar Worte möchte ich noch zu unseren deutschen Kriegstreibern verlieren. Das sind für mich insbesondere die Grünen und die westlichen Herrenmenschen. Was ich hier nochmal ganz konkret hervorheben möchte, sind die Aussagen von Anton Hofreiter auf einer Veranstaltung der Berliner Zeitung, die eigentlich sehr schön die Mentalität der heutigen Grünen und westlichen Herrenmenschen darstellt. Das heißt, Hofreiter hat gesagt, es sei geopolitisch geboten, mit dem Colt auf dem Tisch zu verhandeln. Wenn etwa ein Land sich weigere, seltene Erden an Deutschland zu liefern, so könne man diesem Land mit dem Stopp von Nahrungsmittelexporten drohen. Ohne seltene Erden komme man ein paar Wochen aus, aber nicht ohne Nahrung, so Hofreiter. Ich denke mal, diesen Aussagen ist nichts weiter hinzuzufügen, wie sich die Grünen, Weltpolitik, Neokolonialismus und die Ausnutzung eigener Machtpositionen ganz klar vorstellen. Und das ist nichts, womit ich mich identifizieren kann, sondern das ist ein Vorgehen, was ich tatsächlich von ganzem Herzen bekämpfen möchte.
Annalena Baerbock hat auch ihre Position ganz klar gedeutet. Wir haben das ja vorhin gehört. Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander. Wenn ich die ganze Kommunikation der Grünen und der westlichen Herrenmenschen in den letzten 2, 3 Jahren betrachte, dann führt das bei mir zu einem Göbeline-Albtraum. Dann höre ich förmlich Baerbocks feministisch werteorientierte Stimme. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Und dann höre ich die begeisterte Zustimmung dieser westlichen Herrenmenschen, wie in den alten Tonaufnahmen ihres Vorgängers. Ich habe hier die Aufnahmen bei YouTube verlinkt, dass sich das jeder nochmal anhören kann. Und ich setze mich halt dafür ein, dass sich diese Wiederholung noch verhindern lässt. Und deswegen sage ich Baerbock weg, wie auch die Demonstranten auf der Friedensdemonstration vom Brandenburger Tor am 25.02. Baerbock weg bedeutet dabei für mich, die deutschen Kriegstreiber müssen weg. Also nicht nur Annalena Baerbock, sondern alle Kriegstreiber in unseren Spitzenpolitikerpositionen. Ich bin der Meinung, ca. 250.000 Tote Stand Februar 2023 sind genug. Das heißt, die deutschen Kriegstreiber müssen für mich weg. Und ich habe hier mal 6 beispielhaft dafür zusammengefügt, die sich daher besonders herausgetan haben in den letzten Jahren. Oder bei Norbert Röttgen schon die letzten 30 Jahre. So, damit möchte ich jetzt mit dem Impulsvortrag aufhören. Ich habe nochmal das Nachhaltigkeitsziel 16 hier mit auf die Abschlussfolie genommen, nach Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Und das Denkmal, was die Sowjetunion damals der UN geschenkt hat, mit dem Monument für Schwerter zu Flugscharen, und freue mich jetzt auf die Diskussion.